Hi zusammen, willkommen mal wieder zu einer weiteren Folge von Ruger reagiert auf gruselige Horrorfilme oder horrormäßige Gruselfilme. Ja, ich habe gelesen in den Kommentaren, dass beim letzten Mal, wo die Kommentare deaktiviert waren, warum auch immer, ich glaube, YouTube war das ein Video, wurde nämlich, glaube ich, ab 18 gestellt, also ein Inhalt in diesem Video, ich weiß aber nicht welches, also welcher Kurzfilm, und dementsprechend, glaube ich, haben sie die Kommentare deaktiviert. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Aber anyway, das ganze Video war auch nicht monetarisiert. Ich habe also mal wieder nichts damit verdient, wie so oft. Mit Horror ist man eben nicht glücklich, aber ist ja auch egal. Ich hoffe trotzdem, ihr habt Spaß und ihr schaut gerne meine Videos und dementsprechend jetzt auch fünf kurze Horrorfilme mit mir gemeinsam. Wir starten mit einem Film von Alter mal wieder. Nightcrawl heißt der. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Intense Ambience Musik. Major Video Industries. Also manchmal sind die Untertitel so ein bisschen unnötig. Weil Spannungsmusik, naja, muss man glaube ich nicht untertiteln, oder? Vor allem wenn jemand taub ist, kann man sich da glaube ich eh nicht so gut dann irgendwie vorstellen, was für eine Spannungsmusik das sein soll. Wenn man noch nie was gehört hat, ist es halt auch doof. Oder vielleicht sogar noch einfacher damit zu leben, ich weiß es ja nicht. Nightcrawl. Hier, was ist das denn? Was für Riesenkakerlaken, hey. Und wie siffig es da ist. Es merkt keiner den Unterschied. Als ob da keiner die Zelle überprüft, weißt du? Hier ist so ein Riesenloch, das bemerkt keiner. Uh-uh. Was denn? Ich hab noch keine Ahnung, was das. Warum hat er jetzt das Seil da drum gemacht? Also ich glaube, den Tunnel haben die mal nicht ebenso gegraben. Musst du auch die ganze Dreck irgendwo hinschaffen, den du da rausbuddelst, oder? Bis. Deswegen da reingekrabbelt oder was? Ihr Hobby? Töpfern vielleicht?
Hat er gerade so mit ein bisschen weichen Ton zugespachtelt, das Loch, oder was? Gratulation, weil sie sich einfach gerade ausgebuddelt haben. Kommen sie in der Tropfsteinhöhle? Dachte ich, die Nachbarszelle oder so. Waren wohl nicht die Ersten, ha? Huh? Ups. Tja. Hätte man vielleicht nicht machen sollen. Loch durchgraben. Erinnert mich auch so ein bisschen an The Descent. Also mit so Viechern in so einem unterirdischen Tunnel. Die nicht sehen können wahrscheinlich. Also den muss man gesehen haben, wenn ihr den noch nicht kennt. The Descent 1 und 2, der 2, ja, 2 ist okay, aber der erste, also damals, als ich den gesehen habe, ich dachte mir auch, hoi, ja, 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 die Waldfee, der ist richtig gut. Bedient ganz viele Ängste, also Paranoia, Klaustrophobie, Angst vor dem Unbekannten, Angst vor der Dunkelheit, richtig gut. Okay, der ist geplatzt. Was ist mit den Leuten los? Warum machen die so einen Aufstand alle? Roar, roar. Ja, ich fand ihn gut. Kurz und knackig. Der nächste ist von Social House Films und heißt Diät. Direkt mit dem Jumpscare anfangen. Jawohl. So schälst du keine Karotten, Junge. Kein Gemüseschäler. Kartoffelschäler. Weil ich das schon sehe, ne? Da. Oh! Das ist der Horror! Nur in Amerika. Oder habt ihr sowas zu Hause, so ein Häcksler in der Spüle? Ja, greif rein, besser ist. Würde ich sowieso nicht mehr essen, wenn es da reingefallen ist. Die Spüle, da sind so viele Keime drin. Jetzt geht er an. Junge, lass es doch einfach. Oh. Boah, er tut's halt echt wieder rein zu den guten Karotten. Gut. Nein, wir hören jetzt nicht Cher.
Das ist wieder. Nein, nein. Das ist lizenzrechtlich geschützt, Alter. Kannst du mal was anderes singen? Na Gott, das ist so schlecht. Vielleicht erkennt das gar nicht der Algorithmus. Ich will nicht schon wieder ein Video monetarisiert haben. Der ist doch. Oh, was ist das für ein Typ, Alter? Ist das für ein Typ? Frisst Karotten unter der Dusche? Und stellt den nassen. Oh, guck mal, das Sieb, das ist doch ganz nass, Alter. And I think eating carrots is a great way to lose weight. Like I lose about like 10 pounds every month or so. You know, so I mean, yeah, so I've lost about 100 pounds over the past like 10 months. You know, I mean, sometimes you feel a little bit like woozy because, you know, you probably feel like you need protein or something. But you know, you just have to trust the process. That's part of the process. Er sagte gerade, ja, du fühlst dich ja manchmal so ein bisschen lasch, als bräuchtest du Proteine. Ja, brauchst du zum Abnehmen auch. Und das ist aber Teil des Prozesses. Leute, nur mal so, wenn ihr den ganzen Tag Karotten fresst, wisst ihr, wie ihr irgendwann aussieht? Ihr seht aus, als hättet ihr Leberschaden. Also, ihr kriegt ganz gelbe Haut durch das Karotin. Am besten noch Tomaten dazu essen. Durch den Farbstoff werdet ihr nämlich richtig orange dann. Weiß das, weil ich habe mal, als ich jünger war, ganz, ganz viel Multivitaminsaft getrunken. Also jeden Tag 1-2 Flaschen Multivitaminsaft. Vom Aldi, der gute, der günstige. Also nicht gut und günstig, aber der günstige vom Aldi und ich war irgendwann richtig gelb. Orange. Und mir ist das nicht aufgefallen, aber anderen Leuten ist das aufgefallen. Also ja, auch wir können gefärbt werden, so wie Flamingos. Also das richtige Futter essen. Oh, Kerle! Alter, nimm dir wenigstens eine Schüssel ohne Löcher. Ich kann es nicht angucken, das ist für mich gruselig. Das regt mich auf. Das ist aber schade, dass du jetzt an den Karotten erstickst. Im Liegen soll man ja auch nicht essen. Vor allem im Bett, da gewöhnt sich dann der Körper dran und dann hast du immer Hunger im Bett. Aufstehen, auf die Bettkante schmeißen. Wow, jetzt ist er echt erstickt. Was? Ich hab... Jetzt kommt die Katze und isst sein Gesicht. Ah, ja, genau. Katzen essen Gesichter. Habe ich das schon gesehen? Das Sponsorship? Ich glaube, das habe ich immer in der Liste, ne? Ach, was soll ich sagen? Als nächstes ist ein Kurzfilm von Deformed Lunchbox, der heißt Find Me. Finde mich. Hatten wir auch schon ein bisschen länger nicht mehr, Deformed Lunchbox, glaube ich. Ich müsste... Nee, eigentlich nicht, aber... Ist, glaube ich, zu viel Aufwand, aber ich müsste vielleicht mal irgendwann mich so eine Liste machen mit den besten und den schlechtesten Filmen und so im Schnitt von woher ich die habe. Aber dazu bin ich zu faul, ich lasse das einfach. War nur kurz so eine fixe Idee. Das wünschte ich, dass bei uns auch mal wieder so Schnee liegen würde. Ich meine, es ist zwar kacke für alle, die jetzt auf Arbeit müssen oder für Räumungsdienste und so weiter. Für meine Tochter wäre das ein Traum. Mal Schneemann bauen wäre total geil. Vanessa! 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 What's going on? Oh! Oh, my connection's bad. What did you say? Where's the outline on the PO, Vanessa? Yeah. The outline on PO on Ampo, oder? You know we needed that yesterday. What's going on? We can't have this right now, okay? Everyone's working from home. I know it's a struggle. I know. It'll happen again. Jesse, what's the status on the reported total? Well, if you look at index 115, you'll see our reported total this quarter were down 60%. Wow. Ja, das nimmt sie ein bisschen mit, das Homeoffice.
Mal ein bisschen trinken, ne? Mal ein bisschen Alkohol trinken. Ist das wieder so ein Covid-Ding hier, so ein Covid-Horror? Hey, John. Still got you working from home, huh? Yeah. It's starting to feel like a cage. Cage with alcohol. Hey, John. Who's that little girl? What little girl? Gibt's ein kleines Mädchen. She's playing in your backyard? Those damn kids. It's probably just my eyesight. I'm losing my mind. It's computers. Computer. I feel better. Köstlich. Ah, sowas für dich. Das ist für mich schwer zu ertragen. Was ist los mit ihr? Horrorkinder! Wer liebt sie nicht, diese Horrorkinder? War vielleicht ein Kind entführt oder getötet und vergraben im Garten? Ist ja typisch so eine Geistergeschichte, wo der Geist immer nur will, dass der Mord aufgeklärt wird, dass halt Frieden ruhen kann oder sowas, ne? So ein Mund voll Schnee. So. What you doing? Looks like you just seen a ghost. I think I did. I thought I saw my cat that died 10 years ago. Dirt? I'm okay. No, thank you. Have a good night, John. Dirt? Ich wette, der hat jemanden umgebracht. Sieht leicht fertig aus. Ist da Blut? Offensichtlich. Schmeißen die alles in eins? Blech, Papier, Glas? Ist euer Ernst? Und dann lachen sie über uns, weil wir Mülltrennung betreiben. Er hat sie gerade mehr oder weniger gekündigt und sie geht einfach. Und er war sogar noch nett, dafür, dass sie 5 Deadlines verpennt hat. Naja, vielleicht erwischt er sie ja und tötet sie, dann ist, hat sie auch keine Sorgen mehr, alles gut. Ah!
Was hat's dir wohl getan? Nun. Alter. Alter, das... Hey. Nicht nur eins, es sind ein Dutzend Kinder, die der... Dreckschwein. Ich hoffe, sie tötet ihn. Auch sehr leichtsinnig, dass er die Tür offen lässt, oder? Sind die in Kanada? Kann ich mir das vorstellen. Okay, ist doch nicht zu. Er ist doch nicht auf, aber... Ist ja auch kein Geist so wirklich. Hallo? Little girl? Back upstairs. Please come down here. Fuck. Oh nein, da sind jetzt die ganzen Leichen oder so wetten. Hello? Hello? Mach nicht so spannend, der ist nicht zu Hause, aber ich wette, er kommt gleich. Scheiße. Was macht er mit den Kindern? Wer zapft denn das Blut ab? Nimmt die Organe raus oder was? Alter Schwede. Kacke. Mach ihn kaputt. Alter, die Mama. Er macht das für seine Mutter. Aber der kann doch nicht einfach irgendwelches Blut von Kindern nehmen und abzapfen, der weiß doch gar nicht, welche Blutgruppe die haben.
Warum Kinder? Uff, okay, das ist übel. Es ist mehr so ein Thriller, aber kein Horrorfilm. Trotzdem ist es übel. Na, Gronkh. Nein. Alle mit Bart und längeren Haaren sind Gronkh. Oh nein, es gibt kein Happy End. Sowas mag ich. Sowas mag ich. Ja. Ach, dumm gelaufen. Das AI Artist und Save Me From The Devil. Hier packe ich mal in die Liste. Jetzt was von Button Studio. Behind Closed Doors. Bitteschön. Oder Button Films. Auf jeden Fall ist der Kanal Button Studio. Sorry. Ist ein Animationsfilm. Auch schon ein bisschen älter. Boah. Ekelhaft. Racket. A monster. A monster. Over there, in the closet. Enough. If I hear another sound from you tonight, there'll be trouble. But a monster. There's no such thing as monsters. Netter Vater. Hinter verschlossenen Türen. Er sah auch schon so richtig, richtig fröhlich aus, der Vater. Ah, deswegen ein Film von Jonathan Button. Der Kerl ist Knopf. Past your bedtime. But there's a monster in there. That must be your father. Sieht aber auch alle komisch aus, ne? What's all this mess? What mess? I've done exactly what you told me to do. Everything is tidy, just the way you like it. Tidy? You call that tidy? Perhaps I should make myself more clear. Please, you're just a little drunk. You don't know what little you're... Little drunk, am I? Why are you not in bed? Go to your room. Now! Der Vater, ey. Den würde ich dem Monster vorwerfen. Sagen, wenn du meinen Vater holst, gerne. Dann lass ich dich raus. Not a monster. War das seine Klamotten, bitte? Alter! Alter, was für ein Scheißkerl. Wow. No! You. Come here. Just like your mother. Can't obey a single. Hey, get back here. Don't walk away from me, boy. Wow, der hat schon Ticks.
Vor allem, er hat ja nichts in seinem Zimmer, der arme Bub. Nicht mal Spielzeug. Komm, friss den Vater. Ja, dumm gelaufen, hä? Huh? Penner. You're a monster. But there's no such thing as monsters. Alter. Ich glaube, das war der Junge selber. Ja. Tick, tick. Ja, fand ich gut. Nicht schlecht, Leute, nicht schlecht. God Horror Story. Hat mir gefallen, doch. Eine kurze Geschichte, sehr gut gemacht. Letzte Woche war ja Muttertag. Ist jetzt leider ein bisschen zu spät von dem Film hier, dass ich dir zeigen kann. Deswegen eine Woche später, We Wanted Children, a Mother Day Special von Alter. Ach schön, den gucken wir uns jetzt zum Abschluss noch an. Also wir wollten Kinder, heißt es auf Deutsch. Übrigens nochmal Gratulation an alle Mütter da draußen. Ihr seid toll. Ihr macht einen guten Job. Und ohne euch wären wir Jungs und wir Männer gar nicht das, was wir wären. Also vielen lieben Dank an alle Mamas. Okay. Ich glaub nicht, dass sie einen schönen Muttertag hat. Okay. Ihn kenne ich irgendwoher. Hast du schon mal einen Kurzfilm mit ihm gesehen? I think my hair is falling out when I'm sleeping. No. It isn't. Achtung, jetzt schneidet er die Haare ab oder so nachts. Alter, wenn er das jetzt wirklich macht. Aber das merkt sie doch, wenn sie da so kahle Stellen hat, wo so stoppelt sind. Ganz schmutzig. Nein, oder? Er hat jetzt nicht ein Kind ausgebuddelt. Oh, sie arbeitet im Krankenhaus. Würde ich jetzt mal sagen. Ging es am Anfang um ein Kind? Weil das heißt ja auch, we wanted children, also wir wollten Kinder haben. Hat halt leider nicht funktioniert. Und jetzt sind sie ja ein bisschen zu alt dafür. Ist auch schade, ne? Wenn jemand wirklich Kinder haben will und es klappt einfach nicht und andere, die wollen ihre Kinder gar nicht, finde ich immer ein bisschen sehr traurig. Was? Ich sag doch, der hat ein Kind ausgebuddelt.
Oh, nicht, dass er jetzt in der Garage irgendwie so ein Kind zusammennäht aus verschiedenen Teilen oder so. Frag mich sowieso, warum man sowas macht. Also es gibt ja die ganzen Filme, wo sie irgendwie dann so Anzüge nähen aus verschiedenen Frauenkörpern und so weiter. Also ganz, ganz krank. Aber warum? Dafür brauchst du doch gar nicht so viele, wenn du es richtig machst. Wie wär's? Ich würde einfach mal fragen, was er da macht. Also irgendwas ist da ja faul, ne? Wieder übrigens, beide haben sich gut gehalten, oder? Ihre zwischen 50 und 60, schätze ich mal. Actors. I just can't sleep. Das ist auch scheiße, ne? Wie gesagt, wenn die sich da halt Kinder gewünscht haben, sind sie alt. Da wird man auch ganz komisch, glaube ich, irgendwie, wenn man nichts mehr zu reden hat, so, oder wenn man nichts mehr hat, was das Leben bereichert, ich weiß nicht. Kommt mir zumindest gerade so vor. Hat aber einen Blick drauf, ne? Nothing. I just can't sleep. Ganz schön im Kopf so. Er meint's ja nur gut, dass er die Kinderleichen klaut, sich entführt. Man, was kannst du in so einem Alter noch machen? Man kann ja so eine Patenschaft übernehmen. Ich meine, es gibt ja auch so einen Club, so der große Bruder, ne? Da gibt es dann Männer, so junge Erwachsene, um die 20 vielleicht oder jünger, und die kümmern sich dann um so einen, ja, wie so ein großer Bruder, eben um kleinere Jungs oder vielleicht auch Mädchen. Ich weiß es nicht, was da gibt. Aber sowas finde ich ganz cool. So Kinder, die halt keinen Bezug haben oder keine älteren Geschwister. Ne? Und sowas gibt es doch bestimmt auch für Erwachsene. Natürlich sollte man immer erst prüfen, was für Erwachsene das sind. Und was für Jugendliche natürlich. Ich hätte gerne einen großen Bruder gehabt, als ich klein war. Ich hatte so eine große Schwester und die war immer doof zu mir. Oh, ich habe, glaube ich, schon ganz recht gehabt. Das ist das Necronomicon. Kandar! Kandar! Ja? How to make a zombie for dummies, wahrscheinlich. Also das sieht ja aus, als hätte er mit Wasserfarbe so ein bisschen patsch, patsch, patsch gemacht. Nun. Hast du vielleicht selber den Zombie zum Fraß vorgeworfen? Ich versteh's grad nicht, was... Acting.
Geh doch mal in den scheiß Schuppen draußen. Guck da mal nach. Hat er das Bett geschissen und ist abgehauen. Das Dreck unter... Guck mal, wie das... Ich wollte gerade sagen, müssen sie so nah auf den Haufen zoomen jetzt, oder? Schatz, ich hab dir was da gelassen. Nee, ich wette, der ist gefressen worden. Der wollte irgendwie... War nur Wasser drin, ha? Huh? Nee. Ich weiß nicht, warum sie die Tasse jetzt hat fallen lassen. Naja. Bitte. Das kann man vielleicht alles verwahrlosen, oder was? Ich finde, sie macht das gut. Sie ist eine gute Schauspielerin auf jeden Fall. Gerade auch der Anfang, wie sie geweint hat, das war schon sehr authentisch. Ach, das ist der Schuppen. Alter, als wären die Aliens da drin zugange. Jetzt mal nicht so spannend hier. Aber wie gesagt, sie ist da jetzt schon tagelang alleine offensichtlich und kommt nicht mal auf die Idee, den Schuppen zu öffnen. Ist ja nicht mal abgeschlossen, oder? Man sieht keinen Riegel oder so. Hört's auf. Kam das rote Licht jetzt her, bitte? Gezaubert. Boah. Jetzt mach dich so lange. Mach die Kiste auf. Wir wollen alle wissen, was drin ist. Ich dachte, da liegt noch mehr Kacke jetzt auf dem Boden. Komm, der Film ist gleich vorbei. Glaube ich. Was ist das denn? Ich sag doch, der hat Zombies.
Hat er nicht gemacht. Warum war der in der Kiste da drin? Ist da getaucht? Mason. Oh, Mason. Alter, an der Wand daneben hängt ein ganzer Körper. Nur teilweise skelettiert. May the Lord open. Versteh's nicht. Was hat er gemacht? Ich fand's nicht schlecht, aber irgendwie. Also von der schauspielerischen Leistung her fand ich's sogar gut. Aber die Geschichte habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Egal. Habt ihr vielleicht eine Ahnung? Dann schreibt's in die Kommentare. Dieses Mal ist es hoffentlich nicht, dass es so deaktiviert wird wieder. Ich muss mal auf achten auf die Altersfreigabe. Muss ich halt wieder... Das ist doch scheiße, muss ich das ständig neu rendern und gucken, wo das Problem liegt. Egal. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es ist ein Like wert und einen Kommentar, weil es hoffentlich geht. Sonst kriege ich einen Rappel. Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Macht's gut, euer Bruger. Tschüss.